Ja, aha, willkommen zurück beim fröhlichen Pixelsuchen. Jo, ja, genau. Wir haben nämlich etwas vergessen, haben wir gerade eben festgestellt. Komme ich jetzt hier raus? Ach, da. Da und dann. Weil wir müssen nämlich noch ein drittes Item geben. Natürlich sind immer drei irgendwie. Drei oder fünf ja. oder sieben, aber niemals zwei. Das wäre auch zu schade. Ne? Das wäre ja langweilig. Und die tanzen da noch. Das wäre eine Kirandia, ey. Ja, ne? Ah. Die haben Spaß. Die haben richtig viel Spaß. Das sind ja auch die Swing Trees oder wie hießen. Habe ich schon wieder vergessen. Swinging. Oh, ja, genau. Ja, und du hast ja zum Glück hier diese Eichel gesehen. Da! Pixelte eine Eichel Hans, vor sich hin. Wie geht's dir? Ja, die wir gesehen haben. Jetzt können wir nochmal zurücklatschen. Und dieser honkigen Ratte oder. Ach so, soll das ein Eichhörnchen sein, ne? Ja, ja, hat er, glaube ich, auch gesagt. Ich verbiete mir, mich als Ratte zu bezeichnen. Also Eichhörnchen. Oder Chipmunk oder sowas, keine Ahnung. Ja. Wenn wir auf Speedomatic drehen, dann klingt unsere Lache immer wie Eichhörnchen. Ja. Haben wir schon festgestellt. Super. So, und jetzt können wir den nämlich hier vertreiben. Cool, Zeittag. Bis okay, dann. Tschüss, mach's gut. Tschüssikowski. Wie kann ich jetzt mit der Bahn von 18 hier? Das ist doch einfach. Da nehmen wir den rollenden Stein. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Und es wird funktionieren. So, dann renn in die Gondel. Du sollst da einsteigen. Sie wartet auf die nächste, weil sie dumm ist. Ach so. Ja. Okay, also auf ins Schneeland. Was uns da wohl alles erwartet? Ich weiß es nicht mehr. Es war ziemlich gemein, glaube ich. Schnee? Ja, ja, Schnee und Eis. Aua. Sagt wer? Glumm. Dafür wirst du zahlen, dann wär's das wohl. Das erkenne ich schon an der blauen Schrift. Ja, ich auch. Die nun unnütze Pfeife. mit dem Pornoballen. Ich werde dir zeigen, was es heißt, mit meinem Vertrauten herumzuspielen. Mit meinem Vertrauen herumzuspielen. Und ich kann nicht mehr reden, verdammt. Oh, oh Gott, Marco. Ja, geht denn da? Blöd, Mann. Uh-oh. Marco! Himmel! Das war mein muss ich dich schon wieder retten? Mein Gott, bist du ein Idiot. Ich hoffe, er ist in Ordnung. Und wenn nicht, ist mir eigentlich auch egal. Was hat die Hand mit dem Wagen gemacht? Was ich schätze, wir müssen den letzten Rest des Weges klettern. Ist doch ganz einfach. Ja, dann kletter mal los. Los geht's. Cliffhanger. Nein, wir haben ja erst 2,55. Machen wir jetzt doch keinen Cliffhanger. Es ist zu kalt für dieses Outfit. Absolut, sehe ich genauso. Wusch. Oh, schade, Gott, dass ich meine Skier nicht dabei habe. Ja, kannst du keine brauen oder bezaubern oder so? Ich habe beim Klettern alles verloren. Och, nicht schon wieder. Ist hier irgendwas? Ja, das ist, ja. Ich muss mich beeilen. Oh, guck mal, den Lolli da. Lass ihn in Ruhe. Wie drollig. Was ist hier? Oh, was ist das denn? Stoppfädel. Da noch was drin, gemütlich. Oh, ein Besen. Gemütlich. Kann man noch mehr? Fliegen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, dem Kind diesen Lolli abnehmen. Sie haben aber ein schönes Kind. Gnädige Frau, werfen Sie das hässliche Kind weg. Ich mache Ihnen ein neues, viel schöneres. Ist das eine Frau? Ja, aber macht nichts. Ja. Ja, egal. Ich bin nicht fremd, bestimmt nicht. Na? Weißt du, wo die Regenbogenbrücke ist, die zu den Schicksalsrädern führt? Ich schwinge nicht. Du bist ja unfreundlich, du blöde Kuh. Yeah. Okay, also das ist alles. Sag mal, liegt hier irgendwo was rum? Schnee? Vielleicht musst du in die Hütte da. Ja, ja, ich muss auf jeden Fall mal in die Hütte. Da sind zwei absolute Oberschuhwies drin. Hervorragend, es sieht fast so aus, als wenn ich hier eine Kletterausrüstung bekommen könnte. Toll. Lass uns mit dem reden. Hey, kann ich mir das Seil leihen? Das ist meine Ausrüstung, Schätzchen. Soll ich dir mal meinen Alchemistenstab in deinen Hintern jagen? Du wirst doch nicht etwa einer Reisenden die Hilfe verweigern. Wir brauchen das Seil selber, um den abscheulichen Schneemann damit zu fesseln. Den abscheulichen Schneemann, aha. Ja. Ich habe gehört, dass er ist ein gefährliches Untier sein soll. Und ich bin aus Lucifer.
Nee, so siehst du auch aus, weil besonders helle bist du nicht, ne? Aber hier, hör mal, das ist ein absoluter Notfall. Ich brauche etwas Kletterausrüstung. So wie wir noch ein bisschen Mut gesammelt haben. Hast du Wodka gesoffen? Jo, ziehen wir los und schnappen uns diesen üblen Knecht. Okay. Vielleicht kannst du danach das sein. Das glaube ich nicht. Okay, warte mal, wir brauchen jetzt nämlich, wir müssen uns nämlich jetzt als dieser komische Dings hier, als der abscheuliche Schneemann. Schnee, Moschus, Federn und Zuckern. Ah. Okay. Moschus, Federn. Also Federn, warte mal, da haben wir doch diesen Staubwedel. Der ist ja aus Federn, das ist schon gut. Ach so, okay. Und Schnee haben wir auch. Schnee haben wir auch. Der Lolli sind bestimmt diese Zucker, ja, bestimmt, ne? Was ist das? Genau, was das ist Moschus. Ich habe gerade diesen. Ach so. Mal, Moschus haben wir auch. Ach, ist bestimmt so Moschusochse, ja, da oben, ne? Alles klar. Unsere Ausrüstung. Hey, ich lasse da schon die Finger weg. Ich weiß nicht mehr, wie wir. Ist da irgendwie. Ist da noch mehr drin in dem Laden da? Sieht so schön vollgemüllt aus. Flasche. Ah, eine Flasche. Das ist echt, ja? Flasche? Noch was? Nee. Ich guck. Kannst du. Was ist denn da links da für ein Schalter? Kann man drauf drücken und dann mal, was ist das denn hier? Ah, Kanonenkugel. Die kann ich vielleicht zu Gold machen. Schade, dass es nicht festgeht. Was heißt hier schade, dass es nicht festgeht? Warte mal eben. Ist das Blatt? Ist das. Nee, vielleicht kann man die wieder verwandeln. Ich verwandle die jetzt in, ja, Gold. Genau. So. Ah. Ich glaube, das war's nämlich. Und das können wir dann, glaube ich, der Mutter oder so geben. Aha. Meinst du? Ja. Mal gucken. Oh. Okay. Das ist und jetzt stolz, guckt die nämlich weg und wir können den Lolli klauen. Oh. Was für ein Idiot. Ha, ha, ha. So gemein. Hör auf zu klären, du Bösewürde. So, jetzt hätten wir Schnee, Moschusfedern und Zucker, haben wir alles, ne? Ah, sehr ich gut. Speichere aber mal gerade eben ab. Weil sicher ist sicher. Folge 14. So. Gesprochen ist versprochen. Oh, nee. Schnee, Moschus, Federn, Zucker. Schnee. Moschus. Mhm. Federn. Soll man da auf Federn kommen? Zucker. Also. Ja, Frauen können, Frauen wissen sowas, weil die haben Staubwedel und wissen, was Staubwedel ist. Boah, Zahn der Urinprobe ist unglaublich groß, ey. So. Mal eben. Und nun? Haben wir Schneemann. Ja. Ah, alles klar. Und jetzt verkleiden wir uns als Schneemann. Guck mal, als ekelhafter, abscheulicher Schneemann. Hä? Als wie ein Yeti? Ja, ist auch. Und mit die Brusten. Lachen sich tot über uns. Wieso lachen die so über uns, so gemein, ne? Und da kommt der echte Yeti. Oh oh. Und hat sich in uns verliebt. Ach du Schande. Oh mein Gott. Oh oh. Jetzt sind wir tot. Nein, wir sind nicht tot. Guck mal, hat der nicht eine schöne Höhle? Guck mal, was ist denn geil? Das ist Hugh Hefner. Guck mal, der war der Mann. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Also hier, das reicht mir jetzt aber schon mit dem. Guck mal, sogar ein Disco-Cooler da oben. Ja, ja. Und Trummer, Isuma, Chummer, das sieht nicht so gut aus und hört sich auch nicht so furchtbar gut an. Noch mal. Hey, ich muss zu den Schicksalsrädern. Och, so verflömen? Okay, wenn hier was nehmen, vor Dienstag. Ja, so redet Hugh Hefner auch, wenn er seine Zähne nicht im Mund hat morgens. Guck mal, hier haben wir eine Bonbonschachtel. Hier kommen wir nie wieder raus. Geworden? Was ist denn das? Erfrischungswasser. Vielleicht kann ich das als. Ich komme nicht ran. Kann ich da. Ah, ich guck mal, ich kann ja da raus. Okay. Kann aber abbauen, ja? Ja, klar. Ich kann raufklettern. So ein. Und noch ein. Ach so, ein. Muss ich so hoch pickeln. Haben wir auch alles schon aus der Höhle? Meinst du? Nee, wir haben da längst nicht alles hier gemacht. Nee? Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt für einen Trunk brauchen. Irgendwo muss es hier auch noch eine leere Flasche geben, bin ich sicher. Hallo, geh mal da wieder rein. Weil ich habe ja keine mehr.
Siehst du hier irgendwo eine leere Federn? Oh, ich habe Federn. Federn? Ja. Flasche, vielleicht die Flasche da in dem... Nee, die ist ja voll, ne? In dem Kühlbehälter da unten. Die ist vor Dienstag versehren. Schade, dass er diese Badewanne nicht meint, weil ich selbst benutze. Oder rechts neben dem Yeti da, vielleicht ist er in seinem Regal da eine Flasche. Ja, bla bla. Gut, gut. Ja! Ja. Ah, okay. Das so, du. Gut. Jetzt müssen wir nochmal einen Schneemann bauen, oder wie? Und warum? Ich weiß es, nee, wir müssen noch irgendwas anderes machen. Ich brauche noch so einen Eiszapfen, glaube ich. Ich glaube, ich brauche drei. So, lass mal gucken. Ah, hier. Kann ich vielleicht verschwinden, aber natürlich noch nicht. Der will das nicht gehen lassen. Oh, shit. Nee, komm mal, machst du irgendwie einen Batsch, alle Tränen gut genießen. Ja, mein Yeti ist bisschen eingerostet. Ach, das sprichst du ja doch ganz fließend. Magnetisch. Okay, so. Ich weiß gar nicht, was müssen wir denn jetzt machen? Also irgendwie muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas mixen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Lass mal gucken. Guck mal die Zutaten, was wir haben, so schönes. So mehr Schnee, was gibt es noch für Tränke, die vielleicht irgendwie sowas von dem Zeug haben, was wir jetzt gerade im Inventar haben? Also ich habe dann nur noch mal diesen Schneemannspruch. Haben wir nicht beide schon jetzt? Ja, ne? Beide Schneemänner hatten wir schon, ja. Den Sumpfschlangentrunk brauchen wir nicht. Den Trance-Trunk auch nicht mehr, den Party-Trunk auch nicht mehr. Ihr Leute, wir überlegen uns das offline und sind in der nächsten Folge wieder für euch da. Jo. Ich kann diese Verspätung nämlich wirklich nicht gebrauchen. Nein, wir auch nicht. In diesem Sinne... Ja. Macht's gut und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt. Kyrandia 2 bei You Have. Genau, Party. Ich finde eure Klamotten, euren Auftritt hier echt klasse, aber. Gut Humor. Das waren die letzten Worte.